Nächster Redner ist Werner Kogler von den Grünen. Voodoo Mathematik. Voodoo. Voodoo Mathematik ist es. Danke, Frau Präsidentin, Herr Minister, meine Damen und Herren. Die Frage der Behandlung, wenn man so will, der Bekämpfung aus dieser Perspektive der sogenannten kalten Progression ist hier nur Teil, und so möchte ich jetzt kurz anlegen, zumindest einer größeren Gerechtigkeitsdebatte im Steuersystem zur Progression und zur kalten, nämlich nur so viel. Wenn wir einmal ein Steuersystem gefunden hätten, jetzt in dem Fall natürlich ein Lohn- und Einkommensteuersystem, das mit stabiler Mehrheit als richtig und gerecht betrachtet werden würde, na dann ist die Abschaffung der kalten Progression jedenfalls sinnvoll, weil ja die Stufengrenzen der Einkommen, die Tarife etc., das hier wohl so dann verlängert werden muss, dass die Inflation einfach eingepreist ist. Das ist ja der Grundgedanke. Ja. Natürlich, wenn man der Meinung ist, dass eigentlich das Steuersystem jetzt im Lohn- und Einkommensteuerbereich gar nicht nur dem Optimum entspricht, dann ist natürlich jedes Mal, wenn in Wahrheit die Einnahmen für den Staat und den Finanzminister, wie man gerne sagt, ein bisschen dekotant, ja, steigen, dann hat man natürlich jeweils, aber je nach Sichtweise seiner Gerechtigkeitsvorstellungen, eine zusätzliche Möglichkeit, quasi mit bei der nächsten Reform, wo auf einmal die eine oder andere Milliarde mehr zur Verfügung steht, da zu manövrieren. Ich will das jetzt, ist ja nicht illegitim im Übrigen, und so war es ja bis jetzt immer. Ja. Deshalb hatte, glaube ich, auch die sozialdemokratische Seite da oder dort, auch wir Grüne, in der Zugangsweise, ist ja das jetzt grundsätzlich nicht der Weltuntergang, wenn wir davon nächste Steuerreformen erhoffen dürfen, wo die Manövriermasse, die dadurch entsteht, dafür eingesetzt wird, dass man nachher was Gescheiteres macht. Das wäre ja eine legitime Begründung, wenn es da eine gewisse Blockade gibt. Ja? Aber ich bin ja nicht der finanzpolitische und gerechtigkeitspolitische Mediator dieser Koalition. Ne? Nur wenn die Debatte so hin und her geht, ist es ja manchmal reizvoll, weil jetzt ist ja offensichtlich, wie wir da hier sagen, der Dampf draußen, kann man sich das kurz leisten. Jetzt aber zur Gerechtigkeitsfrage schlechthin, weil in Wahrheit steckt, wenn die ganze Debatte, wie sie hier geführt wird, einen seriösen Sinn zugesprochen bekommen werden will, dann braucht man einfach eine übergeordnete Sichtweise. Und da gäbe es genug zu betrachten und abzuleiten, natürlich wieder je nach Standpunkt, ist ja klar. Deshalb auch der grüne Vorschlag, wo Kollege Rossmann sehr viel investiert hat, wenn ich jetzt der Meinung bin, das steht sowieso noch nicht richtig, das Gebilde, nicht, wie die Progression jetzt verläuft, dann kann man natürlich, wenn man die kalte Progression abschaffen will, dann wird die Manövriermaßen verschwinden ja zukünftig, anlässlich dieser Revision schauen, dass man die Tarife und die Dinge näher dorthin kriegt, wo man sie will. Ja? Deshalb gibt es ja auch die Vorschläge, naja, unten mehr, auch da ist das drinnen, ja, ich will das ja nicht absprechen, und oben weniger und wie das halt alles verlaufen ist. Ich will mich da aber gar nicht mehr weiter vertiefen, aber insgesamt habe ich schon ein Faible dafür, dass diese Betrachtungsweise die zutreffendere ist, weil nämlich, und da kommen wir zur Grundfrage, ja, gehen wir mal durch, was im Lohn- und Einkommenssektor und auch steuerlich, meinetwegen dann noch, weil das natürlich ein berechtigter Zwischenruf ist, man muss alles sehen und dann ganz alles, dann auch noch die Transfersysteme, wie man bei den Ökonomen gerne sagt, also Sozialleistungen und alles mehr. Schauen wir uns das an. Nur zur Entwicklung der Bruttolöhne, ohne steuerliche Korrekturen. Naja, es sind ja nicht nur die einzelnen Wirtschaftsinstitute, wir kriegen hier ins Haus über die Übung der Rechnungshofberichte, wo das ja zusammengefasst wird von der Statistik Austria, die Daten. Und wenn man die analysiert, dann wird man drauf kommen, ich meine, das ist an sich ja Grundlage der Debatte an anderer Stelle immer, dass die Bruttolohnentwicklungen bei den unteren Einkommen, ja, seit 20 Jahren schon bei den unteren 10%, aber mittlerweile schon leicht bei einem Drittel stagniert bzw. zurückgeht, wenn wir sie inflationsbereinigen. Und natürlich auf Vollzeitäquivalente gestellt, weil sonst macht das weniger Sinn.
Und das ist natürlich eine Entwicklung, die nicht günstig ist, weil man überhaupt schon meint, dass diese primäre Verteilungssituation nicht gut ist. Ja? Man darf auch ideologisch ganz was anderes betrachten, das ist aber nicht meine Aufgabe, das müssen die Leute, die das vertreten, selber sagen. Ich finde, das ist in hohem Maße ungerecht und ein unregulierter Markt erzeugt das eben. Im Übrigen ist es so, wenn wir überhaupt keine korrigierenden Eingriffe hätten über Steuern und Progression, oder über Transfersysteme, hat das, da muss man kein Marxist sein, um das zu begreifen, hat das einen tendenziellen Bias nach unten. Ja? Gerade so weit, wie der alte Marx schon gesagt hat, bis das Subsistenzniveau erreicht wird. Ja? Ob das jetzt im politisch gescheiten Unternehmerkreisen wird das eh schon anders gesehen. Und das war ja auch die Bewegung im 20. Jahrhundert, dass auch liberalere, aber auch Unternehmervertreter immer gesagt haben, das muss viel mehr sein, dass sie das ein bisschen aufverhebt, weil die müssen auch viel mehr haben, weil dann gibt es nämlich leichter den sozialen Frieden. Aber grundsätzlich rein analytisch kann das immer weiter nach unten gehen. Ja? Weil einfach, das ist halt schon der Macht-Macht-Verhältnis. Bekämpfe nicht die Marktwirtschaft, das sind halt kapitalistische Machtverhältnisse. Ja? Deshalb gibt es ja Eingriffe über das Steuersystem. Deshalb gibt es ja Sozialtransfers. Und wenn das derart schräg ist und immer schräger wird, dann wird es, jedenfalls aus dem Blickwinkel, die ich hier vermuten würde, und wir vertreten das ja offensiv, wir haben ja da einen gewissen Wettkampf mit den Sozialdemokraten, was ist überhaupt das gerechtere System, weil dort wird sehr oft links geblinkt und rechts abgebogen, ja. Das sieht man ja öfter, das wird auch beim neuen Kanzler nicht so viel besser, nur dass er es halt auf noch einem höheren schauspielerischen Niveau schafft als Vorgänger. Aber grundsätzlich ist das die Zugangsweise. Und jetzt können wir natürlich beim Steuersystem Folgendes festhalten. Es bleibt nur die Lohn- und Einkommensteuer im Wesentlichen, wo man das einlegen kann, diese Progression. Das gesamte Steuersystem wirkt eben nicht umverteilend. Erst die Sozialabgaben, das ja, und das darf man ruhig mit anschauen, aber das Steuersystem für sich nicht. Das muss man einfach mal erkennen, weil nämlich durchaus ein hoher Anteil an Verbrauchsteuern drinnen liegt im ganzen System etc. etc. Und das, obwohl, das wird ja immer eingeworfen bei der Lohn- und Einkommensteuer, das ist ja richtig, die Unteren eh schon nichts mehr zahlen, aber stellt euch vor, das wäre anders, weil es dort ja sonst erst recht wieder in die falsche Richtung verteilen würde. Wenn man die Sozialabgaben einberechnet, sind wir erst recht dort. Und man muss das Steuer- und Abgabensystem, gerade in Österreich, wo beides zusammen zugegeben, tatsächlich ein sehr, sehr hohes Niveau erreicht, was auch die entsprechende Abgabenquote betrifft, natürlich gemeinsam betrachten. Trotz dieser gemeinsamen Betrachtung ist es einfach proportional, wenn man so will, ob du viel oder wenig verdienst, du zahlst gemessen an deinem Einkommen, an Abgaben und Steuern ziemlich gleich viel. So. Das ist jetzt da, gerade wenn man bei den Sozialabgaben was machen wollte und natürlich dort kompensieren muss und damit die Leistungen dort entsprechend gezahlt werden können, wenn man dort stärker eingreifen will, umverteilen, dann wird man sich auch hier was überlegen müssen. Entweder steuert man die Sozialabgaben anders an, ja, dass dort auch Progression drin ist, dort ist nämlich keine drin, dort ist sogar das Gegenteil durch die Konstruktion. Das ist regressiv, oder man muss da mehr machen. Ja? Und es ist selbstverständlich, finde ich, dass man entlang der kalten Progressionsdebatte auf das dann kommt. Nächster Punkt, der Einkommensteil von den Lohneinkünften, ja, der ist jetzt nicht rasend gewachsen. Die Steuerbelastung verhältnismäßig, aber schon, wenn wir jetzt auf die großen Brocken schauen, wie viel Einkommen werden generiert aus, wie man sagt, Kapitaleinkommen, aus allen möglichen Dingen und aus den Arbeitseinkommen, nicht auch selbstständige Arbeit, ja, das ist nicht der Punkt. Das ist ja auch Einkommensteuer, dann sieht man, dass dies zurückgeht, aber die steuerliche und die Abgabenbelastung nicht gleich, manchmal trotzdem sogar noch zunimmt. Ja, es hat sich jetzt wieder ein bisschen angenähert, aber im Prinzip haben wir doch das Problem, dass dann, und das muss man sich erst recht anschauen, die unterschiedlichen Einkommensarten völlig unterschiedlich behandelt werden. Ja? Ich meine, wie viel mit geringem Arbeitseinkommen haben denn schon so satte Sparbücher oder Aktiendepots, dass es denen was hilft, dass das dort nur 25% kostet? Wie viele bitte?
bitte. Und wie erklären Sie, dass diese Kapitaleinkünfte, auch wenn man ganz, ganz viel hat, immer nur 25% belastet sind, während wenn man, und da verteidige ich jetzt die Besserverdiener mal an dieser Stelle, wenn man 100, 200.000 Jahresbrutto verdient hat oder was, man mit größeren Teilen schon längst im höchsten Steuersatz ist, der dann aber, Sie wissen es, bei 50%, ist also doppelt so hoch. Das sind Diskrepanzen im System, die irgendwann uns das Ganze, am Schluss sind es dann mit dem 13., 14., wenn du ein unselbstständiges Einkommen hast, sind es 43, irgendwas, aber irgendwann werden uns diese vielfachen Diskrepanzen in den individuellen Einkommensunterschieden, die nicht ausreichend korrigiert werden, aber auch im System Kapitaleinkommen und Lohneinkommen und der darüberliegenden Ungleichbehandlung so richtig am Schädel fallen. Also Gerechtigkeit muss man einfach angehen und nicht plaudern, auch wenn man unterschiedliche Vorstellungen davon hat. Werner Kogler, Finanzensprecher der Grünen, sagt, nur die Sozialabgaben, nicht aber das Steuersystem wirke umverteilend. Diskrepanzen in Einkommensunterschieden, die nicht korrigiert werden, würden sich später rächen.